Willkommen zurück zu Pokémon Hart Gold. Wir haben in der letzten Route 9 betreten, sag ich mal. Aber werden die auf jeden Fall gleich beenden. Route 10. Ich bin froh, dass diese Pokémon in der Nähe des Tunnels gibt. Ich auch. Sicher war diese Pokémon da gibt ein großes Kraftwerk, aber von hier aus kann man es nicht sehen, weil es von einem Berg verdeckt wird. Aha. Als ich neulich am Kraftwerk vorbeigekommen bin, konnte ich drinnen jemand schreien hören. Dieser verflixte Langfinger. Das war wohl der Diktator oder so. Ich hoffe, das war es so nicht direkt. Wie viel Schutz habe ich eigentlich noch? 10. Muss nicht ausreichen. Der Felsturm. Oh, das kann lang sein. Ich glaube, ich bin nie in den Felstunnel gegangen. Oh shit, ich hab glaube ich keinen Blitz. Man kann Blitz, jetzt müssen wir es doch lernen. Wollte mich erstmal weigern. Bis soweit Team ist und wir alle Team wieder haben. Kannst auch nur du im Prinzip. Du bist jetzt sowieso kein Angreifer. Dann ja, Ruxo gibt weg. Jetzt können wir auch wieder Licht benutzen. Blitz benutzen. Das wird uns sehr dankbar im Dunkeln sein. Ich hoffe, Schutz haben wir ein. Was wohl ausreichen? Jetzt wird die überhaupt ein kleiner Labyrinth. AB Plus. Es gibt sogar auch Kraxler-Stellen. Leute, mit Kraxler müssen wir hier herkommen. Achso, das ist. Den habe ich auch schon mal bereist. Lieber. Ich weiß jetzt nicht mehr warum. Ich glaube, gibt es hier vielleicht sogar einen Trainer, der einen Nocturne und Kikli hat. Da ist ein Boot von Yosuko, glaube ich. Jetzt sind Kreisverstellen. Not gut. Seht ihr nicht schon ganz am Ende? Das ist so einfach. Alex hier.
sind wir jetzt schon wieder fast am Ende des Felstunnels. Das hat die voll lange Erinnerung. Also früher in Kassel war doch voll lang. Denn noch 56 Schleuder. Kami, alle erzählen, er war doch früher in Pokémon Feuerrot, das hat voll lang. Oder täusche ich mich dort? Kann immer in den Kommentaren schreiben, das ist ja nett. Schutz. Ach, wir sind schon bei der nächsten Stadt angekommen. Gute Ding, zu Felszone. Hier gibt's den nächsten Trainer. Ja, schönes Lauf. Shit, ich hab mich entscheidet. Auch nein. Bitte besiegt ihn. Krimasse, Alter. Krimasse, Junge. Krimasse. Ich will dir das zu öffnen. Kreuz die Pilger. Ach, da voll Schaden, Junge! Ja, was mich aber hier anstrengt. Nehmen wir sie auch nachts am Sonntag noch auf für Montag und um 2 Uhr arbeiten wir alles. Und Thumbnails machen morgen. Einfach um zu genießen, nachts arbeiten und nicht tags warten. Und wir haben lange die Nachtfeier nicht gesehen. Besieg, du kitzig Kleiner! Verdient. Ja, ich verdient wie man macht. Heute gab es Kichapilze zum Frühstück. Und Kitas ist nicht an einfach. Du ekelhafter Perk. Das Kamera zurück oder ein Gegner. Und aus Herz, du bist da genauso verrückt nach Pogo und ich, oder? Ja, schon. Na, du bist doch nicht verrückt. Und gut. Mir gerade eben noch was aufgefallen. Drago braucht Training. War vielleicht. Ja, Dragomodel auf der 50 entwickelt sich ja zu Dragoran. Und das wollen wir lieber Siegfried auch in Dragoran bekommen. Als Pseudonym. Ich werde mir ausschreiben, die welche Teammitglieder ich schon mal im Team hatte. Das bringt sich also hinter diesem Begriff verloren. Ja. Also nicht ordentlich genug geübt. Oh, stärker geworden. Haben wir doch Lippe, ne? Bonnie! Lippe! Hab gedacht! Aber nee, er hat ganz stark von mir bekommen. Wie ist Bonnie so der VM-Scout einfach? Denn 69! Steinpolitur! Ich habe auch wirklich Bonnie wirklich vorne. Er ist auch nie sehr tief gegen mich, glaube ich.
Lavandia. Englisch haben wir jetzt geschafft. Lavandia, Stadt der gewissenen etwas. Und wir müssen auch irgendwas zum Turm, denke ich. Ich weiß nicht mal, ob man dort auch viel früher dort überhaupt. Ja, Schutz interessiert mich gerade nicht. Na, wieder Ton umgesetzt. Wenn das Kraftwerk ausfällt, läuft auf dem Planeten nicht mehr. Das haben wir schon erfahren. Dass es nicht läuft, ne? Haben sehr viele schon berichtet. Die Radiosender können dann auch nicht mehr auf Sendung gehen. Was? Erinnert euch noch, ich bin glaube ich einmal vom Radio gegangen. Ich weiß, warum dort gar kein Sender kommt. Für die Stromversorgung. Macht doch Sinn. Ja, stimmt. Jetzt macht bei mir so Klick. Wenn du die Fürstin im Norden lavadiert, schlafst du langst du zum Kraftwerk. Jupp, ich bin vom Weltsonne gekommen. Ich war eine Radiosendung gegeben, der nur Pokéflöte-Musik sendet. Aber um den zu empfangen zu können, benötigt ein Zusatz-Set. Das haben wir noch nicht. Und das werden wir sicher nicht. Stimmt, ich hab's vergessen. Oh Mann, bin ich dumm, Junge. Ich wusste, dass mir noch die fehlt, aber... Wir kommen ja gar nicht mehr weiter nach der. Ich glaube, nach der 12. Route komme ich weiter. Da steht ein Relaxo. Und den können wir ja noch nicht aufwecken. Dann, wenn es nicht geht, müssen wir wohl zur Route 11 machen. Nur den Diktat-Tunnel wird auch versperrt. Durch Relaxo. Dann ja, haben wir nur die Arschkarte gezogen und können wir doch nichts machen. Ja, was sollen wir danach machen? Ich würde sagen, danach gehen wir zur Route 16, so. Route 17 oder 18 nach Fuxania City und dann kümmern wir uns um das Kraftwerk und die Relax das aufzuwecken. Wird sehr verstrickt sein, aber wir werden es ja alle sehen. Schutz ist auf jeder Erkundungstour ein unabdingbares Item. Yeah. Ich liebe es zwar, fremde Orte zu erkunden, aber es gibt immer noch ein paar Höhlen, die ich noch nie auch nur ein Fuß gesetzt habe. Das ist Schutz ein wenig, aber das ist trotzdem so ein starkes Pokémon. Das ist ein Level 5er Pokémon, der auf ein bisschen Level 53 Pokémon kommt. Der hält der Schutz nicht ab, warum auch immer. Ich habe mal einen Kurzschild in Jotoblatt, den kenne ich. Damals fertig Pokebälle erstellen soll. Ich wollte, es hat auch welche. Naja, ich habe keine Zeit für das. Also gibt es jetzt ganz viel. Um scharfe Pokémon zu wecken, ist eine Pokéflöte immer noch am besten. Jeder Trainer sollte das wissen. In Kante laufen viele gute Sendungen im Radio. Alle Fernseher, Junge und Generalio. Lavandia ist eine ruhige kleine Stadt am Fuß der Berge. Seit es den Radioturm gibt, ist hier auch richtig was los. Was? Der Pokémon-Turm wurde umgebaut in einen Radioturm. Schade, dass du es noch mal. Aus der Erinnerung mögen die Seele der Pokémon hier in Frieden. Wenigstens gibt es noch sein Haus. Ich glaube, hier liegen noch andere Pokémon begraben. Es gibt viele Kameen, die nur Mr. Fuji betreten darf. Ehren, als schreibt alle Hashtag Mr. Fuji in den Kommentaren. Der ist doch sein Ehrenmann. Er macht einfach mal so ein Gebäude für Pokémon. Danke. Danke. Ehrenmann. Denn es gibt auch welche, die sind einfach respektlos, Junge. Also, das sind tote Pokémon. Also, das sind nicht welche besiegt sie im Pokémon-Kampf. Sie sind wahrscheinlich zu alt oder so. Weil sie in Krankheit gestorben. Sehr traurig. Ich besuche mit meiner Mutter
die Grabmale der Pokémon. Ich habe so lange mit diesen Pokémon zusammengelebt, dass ich mich selbst bestellen werde reinnehmen, wie meine Enkelkinder. Okay. Solche kommen. Es scheint dir sehr viel Mühe zu geben, als Trainieren des Pokémon-Team zu geben. Dort sind Treffpunkt für Leute, deren Herzen für Pokémon schlägt. Möchte das Pokémon-Team ihr auch einen Respekt zollen? Sie wollen es dir sicher danken. Lippri Bilba hat vor Angst. Danke, Mr. Fuji. Aber dass er immer noch nachts hier ist, Junge. Ist hier nicht Nebulas Alpolos und Gängernacht? Ja, egal. Er hat mich schon mit dem Geld eigentlich. Die Leute kommen von überall her, um hier den Dahintergang der Pokémon des Ex zu arbeiten. So gehört sich das. Bin beeindruckt das Gebäude. Was? Das ist der Radioturm von Kanto? Der Radioturm von Kanto. Rund um die Uhr auf Sendung. Ja, geht's ja jetzt nicht. Aber eigentlich muss man sich fragen, warum ist hier der Licht an eigentlich, wenn ich Stromversorgung kaputt ist? Das gibt keinen Sinn. In diesem Radioturm sollen viele Menschen angestellt sein. Die alle geben ihr Bestes, um uns ein spannendes Programm bieten zu können. Natürlich. Willkommen! Das Erdgeschoss ist für Besucher frei zu sichten. Yep. Und nein, das kann nicht. Und den Strom aus dem Kraftwerk können wir nicht auf Sendung gehen. Weil wir nicht senden können, machen alle meine Bemühungen, diese Sendung zu öffnen und vergeben. Ich bin ruiniert. Ja. Hallo, ich bin der Star-Redakteur unter Musikprogramms. Oh, tut mir leid, haben wir deinen Punkt bekommen. Ich hatte meine Sendung nicht empfangen. Du bist vorher erst ein Radio mit einem Zusatz-Set aufrüsten müssen. Schade. Nur das hat geschlossen, das Freibegeber. Nachdem der Radio-Tub in Yoto von Schurke besetzt wurde, haben wir die Sicherheitsvorkehrung verschärft. Richtig so, Mann. Coronavirus. Ne, was? Geht nicht um Coronavirus? Geht um Team Rocket. So. Ja, was ist hier? Also. Ehrenamtliche Betriebe sind weit aus wie Pokémon. Das ist Mr. Fuji's Haus. Nido. Ich wollte ganz schön pappen. Ja, das kommt von Mr. Fuji. Im Moment ist er allein hier. Das ist am besten mal eben aus der Erinnerung nach ihm. Aber den ja schon. Es geht darauf schrecklich, Leute, die Pokémon links liegen lassen, wenn sie genug von ihnen haben. Mr. Fuji bittet diesen armen, heimatlosen Pokémon zu Hause. Richtig so. Anton? Gab sie! Mr. Fuji, wirklich ein Ehrenmann, oder? Es kann niemand gegen argumentieren, dass er alles für Pokémon tut. Genau wie wir. Laut Musik. Aber es gab gerade die nächste Folge von Pokémon, was heute passiert. Ja, nicht so ist, aber. Ich sag euch den groben nächsten Plan. Werden wir nach Route 12 gehen, wenn noch Zeit ist, können wir nach Route 11 gehen, aber in Banding Barrier ist ja relax leider, aber wir werden also Route 11 trotzdem besichtigen. Ja, dann geht es. Angesandt, bis nächste Woche und ciao. Warte, bis nächste Woche und ciao. Ey, Pokémon. Hard gold.